Jo, hallo zusammen. Heute geht es mal um was anderes zum Basteln. Eine elektrifizierte Brio-Lok, also für diese kleinen Brio- und Eichhornbahnen von Lines aus Uhingen. Wie sieht man das? Und ja, wie so oft, der Herr Sohn hat die mal wieder kaputt gefahren. Das heißt, hier die mit der Hand geschoben, dann ist natürlich hier dieser, dreht das Rad hier durch. Und ich wollte das jetzt kleben und dazu möchte ich das Gerät zerlegen. Dann zeige ich euch nämlich auch mal, wie die Zahnräder zusammengebaut sind von dem Getriebe, damit man die wieder zusammenkriegt. So, diese Lok, sie zeichnen sich also dadurch aus, dass man hier also einmal hier fürs Batteriefach eine Schraube hat, die kann man dann aufmachen. Dann hat man hier die Batterie drunter. Und gut, dann haben wir, wenn man die Lok rumdreht, haben wir hier vier Schrauben, die habe ich schon rausgemacht. Dafür brauchen wir einen kleinen Schraubendreher. Hier sind die Schrauben. Das sind Kreuzschrauben. Da habe ich jetzt hier einen Schraubendreher. Ich nehme ja immer meine Wiha Perfect Finish, aber das ist also egal, mit was ihr das macht. Das muss halt 0x50 sein. So, und ja, dann habe ich jetzt also mal den Lokkasten schon mal fertig gemacht. Den baue ich jetzt mal hier ab. Also einmal das hier, dann haben wir hier vorne das Schild, das ist auch extra. So, und dann kann man den Lokkasten aufmachen. Und hier sieht man also dann die ganze Kabellage und da ist also ein standardmäßiger 1,5 Volt Motor drin. Hier ist diese Abschaltvorrichtung. Wenn er also hier irgendwo dagegen fährt, dass die Lok abschaltet. Das sieht man also hier ist so ein selbstgebauter Schalter mit einer Feder. Ich zeige euch das mal im eingebauten Zustand, weil das ist nämlich das. Weil es nämlich rausmacht, hat man nämlich das Problem, dass man da nicht mehr weiß, wie es war. Diese Führung, die geht hier gegen den Schalter und das war so auszubauen. Also so dreht man das raus, weil das ist hier dahinter gefasst. Ja, und dann muss man das also, wenn man das wieder reinmachen will, entsprechend erstmal hier unten einhängen, dann hier einhängen und dann notfalls der Feder nochmal nachhelfen. Aber so ist das also eingebaut. Das ist das Erste. So, dann habe ich hier das Getriebe auseinandergenommen. Dafür müssen die zwei Schrauben raus. So, und jetzt kommt nämlich genau das Problem. Ich wusste nämlich erstmal nicht, wie das wieder zusammengehört. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Also, das Getriebe besteht aus mehreren Zahnrädern. So, und zwar ist das so aufgebaut. Das heißt, wir haben also einmal hier ein Zahnradpaar und einmal hier ein Zahnradpaar. Der Motor treibt hier diese Welle an. Diese Welle hier kann frei drehen. Hier greift das Zahnrad ein, das überträgt das hier rüber, hier auf das große auf der Seite und über das mittelgroße wird das unten auf die Achse übertragen und so dreht der Motor. Und ja, das heißt, also, wenn ich jetzt hier drehe, dann sieht man also dann dementsprechend, dass das hier das Ganze übersetzt. So, deswegen, weil ich nicht mehr wusste, wie das war, zeige ich euch das jetzt, damit man das für in Zukunft wieder weiß. Das ist also einmal das hier. So, dann haben wir hier hinten das Zahnrad und dann sehen wir also jetzt hier das Antriebszahnrad. Das hier ist von Belang. Da haben sie einfach nur ein Zahnrad genommen, um hinten diesen Magnet zu halten. Das hat nichts zu sagen. So, dann kann ich die Antriebsachse hier rausnehmen. Und was ich halt jetzt machen musste, weil das halt hier überdreht worden ist, ich habe das also hier und hier Sekundenkleber reinlaufen lassen. Und damit das halt hier nicht das ganze Gehäuse verklebt, musste ich das ausbauen, weil Sekundenkleber läuft ja überall hin. Ja, und so ist das. Und wie heißt es so schön? Assembly is a reversal of disassembly. Also entsprechend muss man es jetzt also in die verkehrte Richtung auch wieder zusammenbauen. Das heißt also, man muss das hier also unten in das Gehäuse reinlegen. Hier sieht man auch, das kann man nur in eine Richtung reinmachen, denn da ist nämlich für das Zahnrad hier unten so eine Ausbuchtung drin. Dann legt man das da rein. Dann kommt das vordere Zahnrad rein mit dem Stirnrad. So. Also dieses Zahnrad hier dreht frei auf der Welle, das fliegt hier rum. Und deswegen kann das dann die Kraft über das kleine Ritzel auf das hintere übertragen, da wird es hier rüber übertragen, dann auf das große Rad und von dem mittelgroßen Rad dann auf die Achse. Das ist halt die Untersetzung, die da drin ist.
damit der Motor halt genügend Kraft aufbauen kann, um einen großen Zug auch zu fahren. Weil wenn du da ein paar Waggons dranhängst, dann geht das halt dann doch und die fahren dann vielleicht noch irgendeinen Hügel hoch, das wird dann relativ schwergängig mit der Zeit. So, man könnte jetzt theoretisch sich überlegen, ob man nicht in den Lokkasten noch irgendeine Elektronik einbaut. Wenn man das klein genug macht, würde das theoretisch sogar funktionieren. So eine lustige Steuerung oder so, das ist dann was für Erwachsene. So, jetzt haben wir den Motor wieder zusammen, man sieht, das ist an der Stelle. Was ich jetzt machen würde unter Umständen, ist vielleicht ein bisschen Fett reinmachen. Sowas wie Maschinenöl, also was man vielleicht so im Haushalt hat. Ich mache dann meistens irgendwie Ballistol oder irgend sowas dran, also dass einfach ein bisschen Schmierung ist, damit die nicht ganz trocken laufen. Und dann kann das Gehäuse wieder zu. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich euch zu dem Thema sagen wollte. Einfach damit ihr mal seht, wie das Ding aufgebaut ist für diejenigen, die nämlich hoffnungslos vor dem Getriebe stehen, dass man das wieder zusammenkriegt. Eine Anmerkung vielleicht noch beim Lockkasten. Da haben sie zum Teil hier die Kabel gequetscht. Das ist nicht so ganz optimal vom Verlauf. Das weiße Kabel war zum Beispiel so, dass das hier auf dem Getriebegehäuse gequetscht hatte und war schon ganz platt gedrückt. Deswegen habe ich das jetzt hier mal hinten in dieses Loch da oben reingeschoben zu dem Umschalter, damit das aus der Füße ist. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, der kleine Ausflug mal wieder in die Spielzeugwelt. Ja, es gibt ja immer mal wieder was zum Basteln daheim. Von daher, ja, dem einen oder anderen wird es nützen. Wem es nichts genützt hat, der muss es ja auch nicht weiter ansehen, der kann es ja wegdrücken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.